Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Fall geht es um die Leitungsdimensionierung in einem einfachen Fall. Das Thema Leitungsdimensionierung läuft immer darauf hinaus, dass man für eine Sicherung deren Bemessungswert IN bestimmt. Hier ist ein Leitungsschutzschalter mit einem Bemessungswert von 10 Ampere abgebildet und dass man den Leitungsquerschnitt, der für diesen Anwendungsfall benötigt wird, ermittelt, also den Leitungsquerschnitt der einzelnen Kupferleitungen. Das Thema Leitungsdimensionierung ist gruselig kompliziert, so habe ich hier geschrieben, und hier zu Ausbildungszwecken vereinfacht dargestellt. Ich werde in diesem Video einen sehr einfachen Fall betrachten, um in das Thema einzuführen. Ich gehe in dieser sehr einfachen Situation davon aus, dass eine einzelne Wechselstromleitung bei einer maximalen Umgebungstemperatur von 30 Grad Celsius, also nicht in dieser Umgebung, einen einzelnen Verbraucher versorgt. In diesem Fall werde ich also davon ausgehen, dass die Umgebungstemperatur 30 Grad Celsius beträgt. Dadurch wird der Faktor F1 gleich 1 und spielt keine Rolle. Ich gehe weiterhin davon aus, dass diese Leitung einzeln verlegt ist, dass es keine Häufung gibt. Damit wird der Faktor F2 gleich 1 und wirkt sich hier nicht aus. Ich gehe auch davon aus, dass in dieser Leitung nur zwei Adern belastet sind. Na, das ist bei dieser abgebildeten Leitung auch gar nicht anders möglich. Damit wird der Faktor F3 gleich 1 und wirkt sich hier nicht aus. Und ich gehe auch davon aus, dass es keine Oberschwingung gibt. Somit wird der Faktor F4 gleich 1 und wirkt sich für diese Problemstellung auch nicht aus. Also das sind die wesentlichen Vereinfachungen, die ich bei dieser Aufgabenstellung für eine einzelne Wechselstromleitung annehme. Selbst in der einfachsten Situation müssen aber die folgenden drei Größen in jedem Fall beachtet werden. Da ist einerseits der fließende Betriebsstrom, das ist der Strom, den der Verbraucher aufnimmt. Dieser Wert ist natürlich kaum beeinflussbar, denn der Verbraucher braucht ja nun mal diesen Strom. Möglicherweise wird aber auch hier der Wert der Sicherung eingesetzt, denn wenn Steckvorrichtungen da sind, dann kann ja der Strom auch den Wert der Sicherung annehmen. Außerdem ist die Verlegeart zu beachten. Hierin spiegelt sich wieder, wie gut die Leitung die in ihr entstehende Wärme abführen kann. Darauf werde ich näher eingehen. In jedem Fall muss aber auch der maximal zulässige Spannungsfall Delta U Max beachtet werden. In den meisten Fällen beträgt dieser Wert 3% vom Energiezähler bis zum Endstromkreis. Bei 230 Volt entspricht das dann 6,9 Volt. Das bedeutet nichts anderes, als dass bei einer eingangsseitigen Spannung von 230 Volt nur 6,9 Volt auf der Leitung abfallen dürfen und somit am Verbraucher noch 223,1 Volt zur Verfügung stehen. Beachten Sie aber bitte, dass Sie diesen Wert im Leerlauf nicht messen können, denn dieser Spannungsfall tritt nur dann auf, wenn wirklich auch der entsprechende Strom fließt. Das Prozedere der Dimensionierung von Leitungen wird sicherlich auch dadurch erschwert, dass es zwei weitere theoretische Ströme gibt, die gar nicht zum Fließen kommen. Da ist einerseits der Bemessungswert der Strombelastbarkeit, IR. Das ist der Strom, den die Leitung unter idealen Bedingungen aushält. Dann, wenn die Wärmeabfuhr optimal ist und dann, wenn die Leitung zum Beispiel auch keine Nachbarn hat. Wenn sie also einzeln unter optimaler Wärmeabgabemöglichkeit verlegt ist. Andererseits gibt es die zulässige Strombelastbarkeit, IZ. Das ist der Strom, den die Leitung aushalten kann, wenn sie eben nicht unter optimalen Bedingungen verlegt ist, wenn sie zum Beispiel Nachbarn hat oder wenn die Umgebungstemperatur hoch ist. Dann wird die Leitung eben weniger Strom führen können, als das unter idealen Bedingungen der Fall ist. Der Wert IZ wird also in vielen Fällen niedriger sein als der Wert IR. In unserem einfachen Fall wird aber gelten, dass IZ gleich IR ist, denn wie ich oben bereits erläutert habe, habe ich die vier Faktoren F1, F2, F3 und F4 hier auf den Wert 1 gesetzt. Egal wie einfach oder wie schwierig der konkrete Fall am Ende auch war, folgende Bedingung muss auch noch berücksichtigt werden. Die ist allerdings ziemlich einfach einzusehen. Der Wert der Sicherung muss größer sein als der tatsächlich fließende Betriebsstrom. Also muss IN größer sein als dieser Wert, der wirklich zum Fließen kommt. Dieser Strom kommt zum Fließen, so stelle ich mir das hier vor. IN ist der Wert der Sicherung. Außerdem muss der Wert der Sicherung natürlich kleiner sein als das, was die Leitung wirklich aushält. Beispiel: Die Leitung muss zum Beispiel 17 Ampere aushalten können, wenn ich mit 16 Ampere absichere. Also dieser Wert IZ muss größer sein als der Wert der Sicherung IN und der muss wiederum größer sein
als der Strom, der wirklich zum Fließen kommt. Das ist eine recht einfache Bedingung, die in jedem Fall auch beachtet werden muss. Ich schaue mir nun einen sehr einfachen, konkreten Fall an, und zwar einen Mini-Durchlauferhitzer mit einer Leistungsaufnahme von 3,5 kW, so wie er häufig für Handwaschbecken installiert wird. Der soll an eine 5 Meter lange Leitung fest angeschlossen werden. Die Leitung wird einzeln in einem Elektroinstallationsrohr in einer Wand verlegt. Es soll nun bestimmt werden, welchen Leitungsquerschnitt ich hier mindestens installieren muss und mit welchem Wert die Sicherung höchstens ausgestattet werden darf, also welchen Wert darf die Sicherung maximal haben. Die erste Feststellung, die ich nun machen kann, ist die, dass ich eine Wechselstromleitung mit zwei belasteten Adern verwenden werde, also eine 230 Volt Leitung mit drei Adern, von denen zwei belastet sind. Wir werden später sehen, wofür wir diese Angabe brauchen. Ich werde nun die Stromstärke ausrechnen, die hier zum Fließen kommt. P gleich U mal I, daraus folgt I gleich P durch U, also wird der Betriebsstrom IB gleich P 3500 Watt durch U 230 Volt gleich 15,22 Ampere betragen. Die zweite Feststellung ist also, dass die Strombelastbarkeit IZ der Leitung mindestens 15,22 Ampere betragen muss. Bei einer größeren Sicherung allerdings entsprechend mehr, das werden wir gleich noch sehen. Als nächstes ist nun die Verlegeart festzustellen. Bei der Verlegeart geht es darum festzustellen, unter welchen Umgebungsbedingungen die Leitung verlegt worden ist. In unserem Fall ist es so, dass wir die Leitung in einem Elektroinstallationskanal innerhalb einer Wand installiert haben. Das entspricht also diesem Bild zufolge der Verlegeart B2. Verlegeart ist hier B2. Sie sehen hier weitere Verlegearten angegeben, auf die ich hier nicht näher eingehe. Bitte beachten Sie aber, dass Sie sich in Ihrem eigenen Tabellenbuch gut auskennen, um die Verlegeart feststellen zu können, denn diese Bilder sind nicht immer gleich aufgebaut. Ich werde nun zeigen, wie ich mit Hilfe einer geeigneten Tabelle der Verlegeart, der Anzahl der belasteten Adern und der Strombelastbarkeit IZ den Wert der Sicherung herausfinde und auch den Leitungsquerschnitt. Beachten Sie bitte, dass in Ihrem Tabellenbuch möglicherweise sogar drei solcher Tabellen angegeben sind, die sich kaum voneinander unterscheiden. Ein Unterscheidungskriterium ist dabei häufig die vorausgesetzte Umgebungstemperatur. Ein anderes Unterscheidungskriterium ist oft, wie viel die verwendete Leitung an Temperatur aushält, also zum Beispiel 70 oder 90 Grad, nicht zu verwechseln mit der Umgebungstemperatur. Hier habe ich nun aber nur diese eine Tabelle angegeben. Da ist es also nun recht einfach. Ich muss in dieser Zeile bei der Verlegeart B2 nachschlagen, dort in der Spalte mit den zwei belasteten Adern. Und nun muss ich in dieser Zeile herunterfahren. Wir sehen hier, dass im ersten Fall schon eine Strombelastbarkeit von 17,5 Ampere gegeben ist. Das reicht ja für unseren Anwendungsfall mit 15,22 Ampere aus, sodass ich also eine 1,5 Quadratmillimeter starke Leitung verwenden könnte, die ich maximal mit 16 Ampere absichern darf. Ob diese Leitung am Ende wirklich verwendet werden kann, hängt auch noch vom Spannungsfall ab, den wir uns als nächstes ansehen werden. Aus der Tabelle habe ich also nun abgelesen, dass eine Leitung mit einem Querschnitt von 1,5 Quadratmillimeter eine Strombelastbarkeit IZ von 17,5 Ampere aufweist. Das ist ja ein unkorrigierter Faktor, der entspricht in unserem Fall auch dem Bemessungswert der Strombelastbarkeit IR. Ich habe weiterhin festgestellt, dass der Bemessungswert der Sicherung in diesem Fall, wenn ich denn 1,5 Quadratmillimeter Leitungsquerschnitt verwende, höchstens 16 Ampere betragen darf. Abschließend werde ich nun darauf eingehen, wie man den maximal zulässigen Spannungsfall für diese Anwendung überprüft. Die Formel, mit der Sie den maximal zulässigen Spannungsfall überprüfen, sollten Sie immer aus einem Tabellenbuch entnehmen. Diese Gleichungen sind für Drehstrom- und Wechselstromsysteme unterschiedlich. Da wir es hier mit einer Wechselstromleitung zu tun haben, müssen wir aus dem Tabellenbuch diese Gleichung heraussuchen. Ich benötige, um nun den tatsächlichen Spannungsfall zu berechnen, die Länge der Leitung und auch eine Stromstärke. Hier wird in der Regel der Wert der Sicherung angegeben. Nur bei fest angeschlossenen Verbrauchern darf auch der tatsächliche Betriebsstrom angegeben werden. Davon ist allerdings abzuraten. Man sieht in Musterlösungen von Prüfungen in aller Regel auch, dass hier der Wert der Sicherung eingesetzt wird.
Der Cosinus Phi sollte unbedingt zu 1 gesetzt werden. Das habe ich in einem anderen Video näher erläutert. Darauf gehe ich aber hier nicht nochmal speziell ein. Außerdem brauche ich die spezifische Leitfähigkeit Gamma des Materials, das hier verwendet wird. Ich gehe hier von einer Kupferleitung aus. Da ist der spezifische Leitwert 56 Meter durch Ohm mal Quadratmillimeter. Außerdem muss ich natürlich wissen, welchen Leitungsquerschnitt ich hier voraussetze. Nun kann ich diese Werte alle in diese Formel einsetzen und es kommt dabei ein Wert von 1,9 Volt raus. Die nächste Feststellung, die ich nun machen kann, ist die, dass der tatsächliche Spannungsfall mit 1,9 Volt deutlich kleiner ist als der maximal zulässige Spannungsfall mit 6,9 Volt. Und daraus kann ich schließen, dass in diesem Anwendungsfall der Leitungsquerschnitt von 1,5 Quadratmillimetern zulässig ist. Achtung, passen Sie bitte auf. Viele Auszubildende neigen dazu, diese Gleichung umzustellen, zum Beispiel auf die Länge. Es hat sich nach meiner Ansicht nicht bewährt, den Spannungsfall schon weiter vorne in den Aufgaben zu berücksichtigen. Das kann erhebliche Probleme geben. Ich rate Ihnen dringend dazu, dass Sie diesen Fall tatsächlich abschließend am Ende der Aufgabe durchführen, so wie ich das hier gezeigt habe. Wie ich gerade festgestellt habe, ist es in diesem sehr einfachen Fall tatsächlich nun so, dass ich mit einem Leitungsquerschnitt von 1,5 Quadratmillimetern auskomme. Das ist hier übrigens in erster Linie der relativ kurzen Leitungslänge zu verdanken. Wird die Leitung länger, so wird es ganz schnell so sein, dass ich damit nicht mehr auskomme. Trotzdem möchte ich an dieser Stelle einmal diesen Wert von 1,5 Quadratmillimetern kritisch betrachten. Es ist sicher so, dass dieser Spannungsfall von 1,9 Volt schon nicht mehr allzu niedrig ist und dass ein Strom von 15,22 Ampere diese 1,5 Quadratmillimeter schon nahezu voll auslastet. Es wäre also bei einer Neuinstallation tatsächlich sehr viel ratsamer, in diesem Fall auch schon eine Leitung mit 2,5 Quadratmillimetern zu installieren. In einer alten Anlage, in der ich möglicherweise nur Stromkreise mit Leitungsquerschnitten von 1,5 Quadratmillimetern zur Verfügung habe, kann ich natürlich nun diesen Durchlauferhitzer, der diese Stromstärke aufnimmt, durchaus noch an diese Stromkreise anschließen. Ich muss allerdings dabei bedenken, dass dieser Stromkreis dann zur gleichen Zeit nur den Durchlauferhitzer versorgen kann und kein weiteres Gerät oder nahezu kein weiteres Gerät daran angeschlossen werden kann. Das muss man also, bevor man in eine alte Anlage so ein Gerät installiert, unbedingt bedenken, ob denn der Stromkreis dazu geeignet ist, diese zusätzliche Leistung bzw. diesen entsprechenden zusätzlichen Strom wirklich umzusetzen. Möglicherweise ist das nicht mehr vernünftig und man muss dann doch eine separate Leitung zu dem Gerät legen. Ja, das soweit zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema nahebringen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.